Ich grüße euch im Namen Jesus Christus. Ein wunderschöner Ort. Man hört das Rauschen des Wassers. Was meint ihr? Ist der Ort nicht wunderschön? Das Wasser, das aus diesem Staudamm kommt, erreicht den Tamarabarni-Fluss, eine Quelle, sodass es immer Wasser gibt. Der Fluss hat auch eine Wasserquelle, Staudamm Servelar. Der Fluss ist umgeben von einer wunderschönen Bergkette, die Western Ghats. Das Gebirge in dieser Gegend heißt Podigay. Von diesem Ort fließt das Wasser zu dem Tamarabarni-Fluss, ein sehr fruchtbares Land mit wunderschöner Natur, sehr angenehm zu betrachten. Gott möchte euch ein Versprechen geben. In 5. Mose 28, Vers 1 lesen wir, so wird dich der Herr, dein Gott, zum Höchsten machen über alle Völker auf Erden. Gott verspricht, mein Sohn, meine Tochter, ich werde dich erheben über alle Völker. Habt ihr zurzeit irgendeinen Mangel? Probleme auf der Arbeit? Unter Druck gesetzt in eurem Geschäft? Seid ihr gedemütigt im Ort, wo ihr wohnt? Gott verspricht, ich werde dich erhöhen. Ich werde dich über alle Menschen in deiner Umgebung erhöhen. Der Herr wird sorgen, dass ihr im Studium erfolgreich seid, im Arbeitsplatz erhöhen, auch in eurem Geschäftsleben. Er wird euch in der Familie erheben, auch im Dienste Gottes. Glaubt ihr daran? Gott hat es mir versprochen, deswegen wird er mich erhöhen. Dies heißt, der Herr wird mich stolz machen. Ich werde dich erheben, sagt der Herr. Ihr werdet staunen, da Gott euch in hohen Positionen setzen wird. Dies passiert, aber nur, wenn ihr mit Glauben betet. Heute werdet ihr ein hervorragendes Leben führen. Ihr werdet erhaben sein, wo auch immer ihr seid. Gott wird euch an dieser Stelle verherrlichen. Glaubt ihr daran? Ist dieses Versprechen für euch? Wollen wir nun mit Glauben beten? Vater, du hast versprochen, dass wir hervorragend leben werden. Du bist der Gott, der uns erhebt. Erhebe diesen Sohn, diese Tochter, wo immer sie sind, heute und jetzt. Sorge dafür, dass diese Hindernisse entfernt werden. Wir preisen und loben den Herrn, der uns erhebt und segnet. Im Namen Jesus Christus beten wir, Vater. Amen. Amen.